Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Age of Sigmar Battle Report. Ja, es ist kein normaler Battle Report, sondern wir haben wieder einen Gast heute da. Sascha. Servus. Sascha ist heute bei uns. Er hat gestern schon uns besucht. Gestern war nämlich unser erstes Age of Sigmar Turnier und deswegen hat er sich gedacht und hat gefragt, ob wir gleich danach einen Battle Report heute drehen wollen. Und dem ist ja nicht nur ein Wunsch, sondern natürlich dem Angebot, kommen wir natürlich sehr, sehr gerne nach und haben ihn deswegen gleich heute hier eingeladen. Aber deswegen ist das heute kein normales Spielchen, weil die Erwartungshaltung heute an das Spiel ist meilenhoch. Wenn nicht ganz ein Hochhaus hoch. Weil Sascha hat gestern unser Turnier gewonnen. Mit seiner. Alle rasiert. Von oben bis unten alle wegrasiert. Wenn du es mal rasiert, also eigentlich war es ganz locker. Nein. Jetzt habe ich noch mehr Druck. Jetzt müssen wir Vollgas geben. Jetzt müssen wir Kassel ein bisschen vertreten und standhalten. Ach, ich habe diesmal eine harmlose Liste dabei. Gestern hast du Death gespielt? Legion of Sacrament, um ganz genau zu sein. Der beliebte Arca natürlich. Ja. Mit seinem Vampire Lord of Zombie Dragon. Eine kleine Chromancer und dann. Ja. Vollgas. Rasin ja gerade allgemein ganz gut, die Toten. Ja, die Toten sind nicht so stark. Ja, aber heute spielst du ja nicht Legion of Sacrament, sondern was hast du heute dabei? Nur die Reihe Lighthounds heute einfach mal. Einer meiner Lieblingsarmeen. Schön mobil. Halten auch was aus. Mal gucken, ob das was wird. Was bringen wir mit Manu? Wir bringen das klassische Gegen. Genau. Stormcast. Wir machen heute das klassische Soul Wars Spiel. Genau so sieht's aus. Wir haben aber keinen Soul Wars Battle Fans, weil diese Battle Fans in den Büchern sind immer irgendwie eine in der Mitte, eine links und rechts. Und da haben wir immer Angst, dass das dann irgendwie relativ schnell nach ein, zwei Runden schon entschieden ist. Deswegen machen wir einen ganz normalen Battle Plan aus dem Trainer's Handbook. Um ein bisschen die 2000 Punkte Armeelisten mal ordentlich aufeinander klatschen zu lassen. Da sind wir auch mal gespannt, wie gut wir Mini Paradise vertreten können heute gegen den Turniersieger. Vielleicht sind wir heute dann Turniersieger-Besieger. Und jetzt muss ich mich auch noch anstrengen. Ja, das ist okay. Nein, wie wollen das heißt? Ich jucken die Finger. Nein. Wir wollen immer ja schön für euch ein tolles Spiel mit viel Spannung und natürlich Unterhaltung bieten. Es soll ja nicht immer so ein krasses Niveau sein, sondern spaßig sein. Obwohl, wenn ich mir die Nighthound auf den Tisch angucke. Ja, da kommt was. Da steht schon einiges. Da kommt was. Du musst alles haben. Aber wenn wir einen Gast hier haben, ist das ja ein Gastspiel-Report und das ist immer das Schöne für uns, weil wir dann ein bisschen auch außerhalb von unserer Region ein paar Leute hier haben. Wo kommt ihr eigentlich her? Sindelfing, schön Schwabenländle, ungefähr 400 Kilometer von hier entfernt. Deshalb habe ich auch gedacht, wenn ich schon im Turnier bin, euch dann auch vielleicht am nächsten Tag herausfordern. Super. Sehr gerne. 400 Kilometer, da warst du schon mal. Im Glaspalast, Fußballspiel. Ja. Du spielst doch gar keinen Fußball. Anscheinend kennst du dich doch nicht gut genug. 400 Kilometer für unser Turnier und heute auch noch hier auf dem YouTube-Kanal in einem Battle Report mit uns beiden. Also ich freue mich drauf, sehr schön, mit uns zu tun. Ich bin auch. Wahnsinn, das wird schön. Hast du mich deine Frau mitgebracht? Die ja. Die auch im Hintergrund und bekleidet dich als Unterstützung. Ja. Oder ich kriege einen auf die Klatsche, wenn ich es nicht Nein. Das wird schon. Die hält die Hand. Ja. Alles klar, dann schauen wir uns mal das Board an und die Armeen und wir sehen uns da wieder. Viel Spaß. Tschüss. 2000 Punkte Nighthound. Was hast du alles dabei? Also, auf jeden Fall erstmal ein 20er Trupp Horde. Jupp, Schiffhaus-Horde. Genau. Dann haben wir den ganz normalen Tournament. Jupp. Einmal den Jengas-Trupp dabei, aber nicht das Battalion, die sind einfach ganz normal eins. Okay. Und dann den Dreadblade Horror, so ungefähr. Wird auch mein Leader in dem Spiel, hat aber kein Artefakt dabei. Ist einfach nur der Leader, hat die Befehlsfähigkeit, dass der Einheiten zu sich her teleportieren bzw. rufen kann. Cool. Also, das habe ich gestern auf dem Turnier gesehen, sah ganz cool aus. Ah, ich bin mal gespannt, so habe ich es noch nie gemacht. Jetzt gucken wir mal. Dann ein 30er Generous Port. Jo. Da habe ich mal einen anderen Anführer genommen, weil ich fand es immer so langweilig mit der Kerze und so. Das ist ja aus dem Night Vault. Perfekt. Ah, Freunde, die sehen super aus, das ist richtig viel. Ja, finde ich auch. Ja, dann einer meiner Lieblingsfiguren, die Black Coach. Ja, das neue Modell ist einfach Wahnsinn. Ja, auch also, das muss man wirklich sagen. Auch wenn das Bemalen der Wahnsinn auch war. Das glaube ich, dass das sehr anstrengend ist. Oh mein Gott. Ich will Nils fragen, der weiß auch, wie das ist. Ja. So, dann zweimal die Zauberer. Habe ich auch ein kleines bisschen umgebaut, wenn man es vielleicht so sieht, dass ich da einfach umgedreht daran. Ja. Dann kann man den auch als Laterne spielen, aber das sind ganz normale
Also keine Spezialfiguren, ganz normale Zauberer. Der eine hat den Zauber Leben zurückgeholt, beziehungsweise ich muss mal kurz ganz kurz lesen, nicht, dass ich da was falsch sag. So, so ein kleines Wunderschön, mal. Sodele. Also. Der nette Kerl hat Schattennebel, dass die Verwundungswürfe um 1 verschlechtert werden für die Gegner. Okay. Und der nette Kerl hat den Geisterband, wo ich dann W3 Verwundung heilen kann. Oh, schön. Super. Ja. Dann haben wir noch. Dann, wer auch nie fehlen darf in einer Armee, finde ich, ist einfach noch Kurt aus Valencia. Den hatten wir noch gar nicht auf Video, ne? Cool. Ja, ah, ich finde den einfach. Aber das ist ein Generalskiller, habe ich mal von meinen Kollegen gehört. Ja, ich finde auch seine Fähigkeiten richtig lustig und allein die Hintergrundstory, der feige König, der auf ewig an seinen Thron hockt, genial. Ja. Ich glaube, lustig. Der ist aber vom Transport ziemlich schwierig, oder? Nein, nicht mal. Echt? Also der okay. Hält eigentlich recht gut und so nice. Also positiv überrascht. Super. Und zu guter Letzt? Natürlich die Grimgast Reapers, ein 20er Trupp. Sauber. Einfach eine der stärksten Einheiten bei Nighthound. Die sind gefürchtet. Oh ja. So, 2000 Punkte Nighthound. 2000 Punkte Stormcast Eternals. Hier haben wir den Lord Relictor mit dem Gebet Translocation. Dann haben wir hier hinten 5 Evocators, zweimal mit Großstäben. Die haben den Zauber Celestial Blades. Dann haben wir hier einen Night Encounter mit dem Zauber Azurite Halo. Dann haben wir hier den Lord Castellan mit einem Greifhound, der mit der zündenden Laterne. Zweimal als Battleline 5 Judicators. Der dritte Trupp auch nochmal 5 Judicators. Ein 20er Trupp Sequitos. Und zu guter Letzt der Lord Celestan und Star Trek mit der Sigma-Rüstung. Ist schon schon. Also du hast dir schon Mühe gegeben beim Anmalen, oder Manu? Also ich bin ja schon total verstaubt, weil das so selten genommen wird. Ja, du. Deine Stormcast, die verstauben wirklich, weil du sie nie spielst. Ja. Manu kann wirklich wunderschön anmalen, das sieht man ja auch. Also, wenn man sich jetzt das ganze Board mal anguckt mit den Nighthounds dazwischen von Sascha und Stormcast. Schon episch, ne? Heute ist schon bemalungstechnisch ganz, ganz hohes Niveau auf dem Spielfeld und deswegen hoffen wir auch, dass das Spielfeld und die Schlacht das gleiche abgibt. So, Lille, fertig aufgestellt. Heute geht es darum, wir spielen Verbrannte Erde aus dem Trans Handbook mit den 6 Objekten, 3 pro Seite. Die geben immer einen Punkt, wenn man es kontrolliert. Und die jeweils feindlichen, also die Ziele in dem feindlichen Territorium, die kann man abbrennen und dann kriegt man dafür statt einem W 3 Punkte. So sieht es aus, das Spielfeld. Wir haben jetzt die Judicators aufgebaut auf den Flanken, den Star Trek in der Mitte, die Circuitos auch in der Mitte. Nighthound, also Sascha hat schon auch sehr, sehr viel aufs Board gestellt und nur die Einheiten, die da hinten auf dem Tisch stehen, das sind die aus der Reserve, aus der Unterwelt und der Dreadspite Hero, der ist eben auch noch aus der Unterwelt. Cool, ja, diese kleinen roten Scheibchen, wie ihr wisst, das sind ja bei uns die Objekte, die liegen schon alle passend bereit. Und dann wird es jetzt sehr interessant. Ah, genau, noch ein guter Hinweis. Sascha hatte bei der Einführung die Nighthound nicht auf den Haupttisch, sondern auf den Tisch gestellt. Genau, die Spiritus. Sorry, genau, die Spiritus. Und die sind natürlich noch der Armee zugehörig, der 6er Trupp Spiritus. Noch darf ich 2000 Punkte spielen. Genau, noch spielen wir mit 2000 Punkten. Dann machen wir nun live den Roll-Off für den ersten Zug. Wie machst du, mein Freund? Wir waren zuerst im Ausschnitt fertig. Wir würden plus 1 auf den Wurf kriegen. Na dann. Und dann probieren wir mal einen Stormcast-Würfel. Was denn? Eine 6. Dann ist es völlig egal. 1 Stormcast-Würfel sind gut. Dann hat Sascha die Wahl. Ja, Sascha hat, wie gesagt, den Wurf gewonnen und darf entscheiden, wie er anfängt. Und Sascha, wie sieht's aus? Ich fange natürlich an. Du fängst an? Jawohl, dann kommen wir in die erste Schlachtrunde, in die Hero Phase, Nighthound. Was machen wir? So, als allererstes würfeln wir mal für die Kutsche. Auf jede 4 bekommt er nämlich einen Charge. Jawohl. 3 Würfel. Und da liegt eine, das reicht schon mal aus. 3 wären natürlich besser gewesen. Nehmen wir einen anderen Würfel. Kriegt der die Stufe 1? Genau, Stufe 1. Gucken wir später, was das Schönes kann. So, der castet einfach mal ein Mystic Shield auf diese netten Spirit Hosts. Mhm. Das kommt. Würde funktionieren. Dann legen wir doch mal einen Würfel einfach zu denen hin, damit ich weiß, dass die gebufft sind. So, und im Großen und Ganzen war es das eigentlich schon. Befehlsfähigkeiten gibt es nicht großartig. Dann komme ich gleich in die Bewegungsphase.
Bewegungsphase, Sascha, was passiert? Auch gar nicht so viel. Und zwar haben die sich ein bisschen darüber mit rennen, dann haben die sich ein bisschen rüber mit rennen. Kurdos ist hier rüber, hat das Missionsziel im Griff. Dann bin ich mit dem Dreadblade Harrow hier rüber gesprungen. Das ist am Anfang der Bewegungsphase übrigens passiert. Und hat sich hier die hier geholt. Die netten Spirithosts. Hat die Kutsche sich da nach vorne bewegt. Und am Ende meiner Bewegungsphase habe ich die guten alten Grimghast Reapers runterkommen lassen. Gucken wir mal, ob sie reinkommen. Wenn nicht, dann nicht. Dann stehen sie da. Dann stehen sie halt da und sagen Servus. Shooting Fist bleibt aus. Ja, dann so weit weg. Dann kommen wir schon in den Charge Rolls. Sascha, ja, dann mit wem magst du zuerst chargen? Natürlich mit dem Grimghast. Hoffen wir mal doch, dass jetzt doch die 10. Wäre sehr schön, aber vielleicht auch die Doppel 1. Das wäre natürlich... Und, eine 4, schade. Eine 4? Dann geht's nicht. Dann haben wir noch die Spirithos. Genau, das wäre natürlich eine 9. Reicht mir... Oh, 9, okay. Aber leider kein Sofortangriff. Die sind drinne. Die sind auf jeden Fall drin. Combat Phase. Die Spirithos sind reingepeilt und versuchen die Judicators zu zerlegen. Da haben wir jetzt 24 Attacken. Versuchen wir mal. Und eine kleine Wette im Hintergrund. Wie viele Sechsen sind dabei? So, dann Sascha, so. Kannst du uns mal zeigen, wie viele Sechsen wir würfeln? Oh, wäre schön, wenn es sehr viele sind. Ich sehe einen einzigen nur. Was ich sogar prophezeit habe, oder? Eine 6, aber die treffen ja auch auf die 5. Ja. Was ich prophezeit habe. Und verwunden auf die 4 sind nochmal zwei Rüstungswürfe. Schutzwürfe. Dann hast du Moment? Nein, kein Moment. Nichts. Dann haben wir einen Vierer. Jo, dann geht der eine. Ja, einen getötet. Wahnsinn. Die Judicators schlagen zurück. Ich peile hier so ein bisschen rum. Nee, das darf ich nicht. Da musst du nah wie möglich weit dranbleiben. der auf die 2, die gelben auf die 3. Jo. Stark. Ich hätte jetzt gelacht, wenn da mehr Sechser liegen würden als bei meinen 24. Wäre gar nicht so unwahrscheinlich. Ja. Eine. Einmal auf die 4. Eins ist wiederholbar. Ne? Vielleicht einer ein Leben. Dann ist die Nahkampfphase rum. Battleshock-Test müssen wir keinen machen. Nee. Nein. Ich gebe zwar minus 1, bringt das was noch? Ne? Oh. Boom. Nighthound. Die 6. Warum auch? Ist das gut. Ja. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ja, gut. aber Punkte. Sascha hat seine eigenen 3, diesen, diesen und diesen hinten, hier um die Ecke rum. Jo. Und hat hier auch mehr Lebenspunkte. Wir spielen immer mit Lebenspunkten bei uns. Lebenspunkten um den Punkt herum. Das heißt, den hat er auch. Das sind 4 Punkte in der ersten Runde und damit führt er mit 4:0. Und dann sind wir nun bei dem Stormcast. Runde 1, Hero Phase, Stormcast Eternals. Doch bevor wir anfangen dürfen, darf Sascha erstmal probieren, den Comet Point zu klauen, den wir generieren. Auf die 5. Ja, wegen Kurdos Valencian. Jawohl. Wenn ich nicht herrsche, soll es niemand. Und eine 5! Da hat er einen Comet Point und wir haben niente. Alles geplant. Nothing. Alles geplant. Sehr gut. Okay, geil. Sehr gut. Dann haben wir einen Konvoi für Nighthound, nicht für Stormcast in unserem Zug. Dann machen wir weiter mit dem Gebet. Ja, Gebet auf die 3 Plus. Jo, funktioniert. Wem möchten wir porten? Die. Okay. Bevor wir das machen, machen wir aber noch einen Zauber. Zauberwert 5. Eine 7. Kannst du bannen, Sascha? Nee, ich glaube, ich bin zu weit weg dafür. 30. Wäre ich so. Nee. Dann der 30. Das könnte sein. Klappen. Auch noch nicht? Na, dann nicht. Dann geht er durch, dann haben die den assyrischen Schein. Cool. Die Laterne, machen wir auf die. Ja. Und dann nehmen wir sie vom Feld. Alles klar, und wir stellen alles auf und bewegen. Stormcast haben sich fertig bewegt. Judicate ist aus dem Kampf hier zurückgezogen. Der Drache vorgerückt, der muss die Spiritus bekämpfen. Hier vorne ist unser Port gedroppt mit dem Standartenträger, hat sich dahinter bewegt. Hier haben wir die Evocators droppen lassen, Judicators dahinter droppen lassen, der Zauberer dahin vorgelegt und die Judicators hier drüben bleiben auf dem Spot, ja. Der bleiben stehen. Dann kommen wir in die
gleich über in die Schussphase. Wechsel. Wechsel, ich fange dem Dragon an. Echt jetzt? Nein, dann halt nicht. Doch. Macht doch Sinn, ne? Ja, dann macht man weg. Komm. Mit diesem Würfel muss ich jetzt ein D6 ermitteln, wie viele Ziele ich wählen darf. Du hast Druck, ne? Bitte keine 1. Ja, drei. Drei ist in Ordnung. Drei Einheiten auswählen? Ja. Wollen wir dann die drei Helden nehmen? Ja, ich würde Helden auch nehmen. Den Garner Souls, Garner Souls und Spirit Torment. Okay. Jo. Den rechten Würfel zu hier? Ja. Auf die 4 plus, der Garner Souls zu der linken. Jo. Ja, der kriegt die drei Tüche, so mittellich direkt. Alles mit klar. Alles mit dem Würfel. Nur ein Stormcast-Würfel. Das, ey, du nimmst nie wieder einen Stormcast-Würfel. Todloser Diener? Jo, gerne hier. Ne? Dann ist er da ein Leben. Muss gleich gucken, wie viel er hat. Der Spirit Torment auf die 4 plus. Ne? Und der Garino Souls daneben auf die 4 plus. Ja. Jetzt bleiben wir mal die Würfel treu. Ja, alles klar. Drei. 5 Leben haben die Kerlchen. Dreimal. Den hier hast du lieb gewonnen, ne? Ja. Super, steig. Super steig. Dreimal todloser Diener. Jo. Einer. Sehr gut. Super. Sehr gut. Damit hat der noch 3 und der andere hat noch 4. Dann die 5 Judicators. Die schießen alle auf die Krimgas Reaper. Der blaue trifft auf die 2. Und der auf die 3. Ja. Und wenn ich eine 6 würfel, dann. Der blaue, wenn der eine 2 plus macht, hat er die 6 verwundet. Alles klar. Dann Eck. Bist du bereit? Ja. Schieß los. Was ist das Wort? Das macht die 6. Jo. Hab's nicht gesehen. 3, okay. Und jetzt verwunden die auf die 3. 3 Stück. Mensch. Dann dreimal auf die 4. Die liefern. Einer. Das gleiche hier nochmal. Ein Schaden aus. Super. Königin, das geht ab. Und. Der wichtigste nicht getroffen. Das ist natürlich stark. Ja, die liefern ja heute. Zwei. Zweimal auf die 4. Einer. Hier. Da haben wir 2 Schaden mit 320 Punkten gemacht. Super. Die Stormcast sind richtig gut in Punkten. Muss man wirklich sagen. Das war's. Geht ab. Ja, die gehen ab. Dann kommen wir zur Charge-Phase. Evos, 9er. Ja, die Evos. Ja, ich habe die ein bisschen weggestellt. Die müssen jetzt vielleicht sogar. Echt jetzt? Oh. Ah, ja, klar. Oh, clever. Das sind das hier die besser. Also, ist, ja, von dem Problem. Aus ist bestimmt noch. Ja, ne? 9. Tatsache, ihr braucht eine 10. Jo, okay. Die gelben? Jo. Boah. Bauerkuss. Ja. Ah, leider nicht. Wollt ihr euren Command Point? Ja. Sekundos. So böse, ich weiß, sorry. Die 10. Ja, da haben sie. Die stellen wir gleich. Ja. Und als letztes der Dragon. Ups. Das wäre jetzt böse, wenn nicht. Ja, oh, das ist auch eine 10. Stark. Die gelben Würfel. Die hast du. Die gefallen dir, ne? Ja, sind nicht schlecht. Jo. Ich bewege dran. Jo. Combat Phase. Jo. Die Sequidas haben wir ausgewählt und reingepeilt. Die schlagen auf die Chain Grasp Horde. Genau. Man ist bereit mit seinem Würfelarm. Guckt euch ihn an, hier den König. Einmal. Einmal die Großkolben auf die 6 mal die W3 Treffer. 6 Sechsen. Mhm. Oh, das war sogar. Tatsache. So, dann haben wir hier. Ein Bittermann. Genau. Und wir haben zu Beginn der Nahkampfphase ausgesucht, dass die die Trefferwürfe wiederholen können. Das heißt, sie dürfen alles, was unter 3 war, wiederholen? Der ist raus. 6W3. Das sind 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18. Warte mal, was passiert jetzt? Das war nicht so gut, ne? Das, was du gemacht hast, war gar nicht so clever. Das waren Verbundungswürfe! Jo, auf die 3. Das geht bei mir immer so. Der fehlt noch. Mit scheiß Daughters of Cain hier. Super, du weißt doch, wie das ist, mit 80 Würfeln zu würfeln. Da darfst du nichts wiederholen, ne? Nee, das kommt vielleicht noch. Betreiben wir nicht. Das sind 5. Der brennt. Jo. Das sind schon mal 10. 15, 18 Stück. Jeweils 2 Damage. Okay. Erstmal safe auf die 5. Oh, gut gesehen. Oh. Ah ja, geht's schon. Not that bad. Naja. So, dann sind das 2, 4, 6, 8, 10, 11. Also 22 mal todloser Diener. Ja. Die ersten. Nein. Die zweiten. Das sind 11. Ah, okay. Er ist vorbereitet. Er ist vorbereitet. Nicht so wie ich. 2 geschafft, 11 nicht, 9 dazu. Dann sind 20 tot. Schon mal. 1, 2. Die Einhänder hinterher. 3 plus.
Macht deine sechste Sauna? Nein, nein, wir machen das nicht. Okay. Und die Stormcast-Würfel liefern bei dir. Meinst du? Die sind tot, die kann schlecht aufhören. Eins. Sechs Stück mit Schaden 1. 2, 4, 6 auf die 5. Einmal todloser Diener. Einer. Okay. Safen, Sascha ist. Jetzt verstehe ich das Geheimrezept beim Turnieren. Nein. Gut safen. Die Chain Resp schlägt zurück. Ja, und zwar alles auf die 4. Genau. 9, die zurückhauen dürfen. Treffer, 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 Treffer. Und Treffer, jetzt wieder alles auf die 4. Ne, warte mal, die treffen eins, verwunden eins besser. Nein, die treffen ganz normal weiter auf die 4, können aber eins Wunden wiederholen, wenn sie 10 Mann wären. Aber ach so, der Guardian noch. Ja klar, natürlich, da ist er dabei. Ja, dann sind es aber nur 4. Deswegen, selbst du? 4 Stück, kein Wind. Dann haben wir einen 3er, 1er Reroll. 4 Zweien. Einer tot. Eine tödliche bekommst du, wegen dem Schrei. Gucken wir gleich mal. Jo, kriege ich. Und bei uns geht einer, ne? Mhm. Der Star Trek greift an. Er probiert erstmal Spirit Host zu fressen. Wie viele, wie weit ist die Reichweite zum Fressen? 1 Zoll. 1 Zoll? Gut, dann kann ich nur die 3 auswählen. Damit kann ich 2 mal gleich auswählen. Ja, ich schon. Auch. Okay, ich fange bei dem an. Okay. Jo. Auf die 4? 4 plus. Ja. Dann der nächste. What? Ja. Immer die Totenköpfe breitgelegt. Ja. Und immer den Hammer werfen muss. Ne? Ah! Und immer den Hammer werfen. Und nochmal der? Ja. Nee. Ja, jo. Jo, dann der eine. Okay. Okay, das sind die 3 Bonusattacken. Ja, mit dem Hammer. Das sind 3, sehr schön. Lege ich 3 dazu? Jo, dann sind das 6 Stück. Ja. Auf die 3. Ach du, ey. Warum gibt's mir die Stormcast-Würfel? Und die bitte auf die 3. Ist das der Schwanz? Ja, das ist der Schwanz. Das sieht auch nicht besser. Und auf die 3. 2 Stück. Die würden W3 machen. 2 auf die 4. Hält. Ja, dann haben wir noch einen. Unter eine 5 plus würde der W3 tödliche machen. Ja, stark. Da kommt dann die 5. Hm? Nein, ist die Anzahl niedriger als die Anzahl der Modelle. Ja, du hast eine 5 gewürfelt. Stark. Da würfelst du natürlich hoch. Das war's mit Star Trek. Dann ist Sascha dran. Wow, okay, cool. Dann machen wir mal wieder 4, die zurückhauen. Alles, kommst du wieder her. Auf die 6. Das sieht doch schon mal schöner aus. Da haben wir 2, 4, 6 Sechsen. Was haben wir denn, Retter? Nö. Gar keinen? Nee. Kein Safe after the Safe. Okay, cool. Ja, 5 würden ja eigentlich treffen. Da der aber minus 1 hat, verfällt das. Und dann sie haben ihre Arbeit getan. Dann sind 6 Schaden. Genau. Zug ist zu Ende, Kampfstockphase. Sascha nimmt den Command Point, den er uns geklaut hat, und sagt, dass die Chambers Horde keinen Kampfstock-Test macht. Ich sag dazu, ihr habt es mir liebend gern spendiert. Richtig, wir haben es dir spendiert. Punkteverteilung. Jo. Da der Sascha hier mächtig viel Schaden gemacht hat, haben wir den Punkt natürlich nicht. Das war nicht geplant. Den haben wir und den da hinten besitzen wir. So kriegen wir 3 Punkte, Marcel. Genau. 4-3 für den Sascha. Kommen wir zum Roll-Off Runde 2. Marcel, ich glaube an dich. Jo. Oh. Ui. Double Turn, wenn du jo. Machst. Den brauchen wir auch. Den nehmen wir auch. Aber davor mache ich noch die 3 Würfel. Weil gerne. Ja, und du kannst uns klauen auch. Ja, ja, das machen wir alles. Erstmal machen wir das da. Da kommen 2 zusätzlich. Dann hat er insgesamt 3. Genau, super. Und ich versuche euch einen Command Point zu klauen. Und es ist leider nur eine 4. Hey, wir haben einen Command Point. Oh, cool, einen. Sauber. Runde 2 Stormcast. Heldenphase. Translocation, auf die 3 plus. Na, das läuft ja mit den gelben Würfeln. Und Zauberwertwurf. Das ist 12. Das geht wohl durch, ne? War ich echt in Reichweite? Du wärst in Reichweite. Ja, ich krieg keine plus 1, also von daher. Also machen wir hier drauf. Könnt wieder. Ich auch einen Zauber. Sehr gut, Marcel. Du überforderst mich sogar. Ich glaube, Zauberwert 6. Wollen wir nehmen, dass die plus 1 Wound Wall kriegen oder Failed Wound Walls? Das war's das erste? Plus 1 auf den Wunden oder Failed? Misslungene. Auf das Wunden? 3 plus. Failed. Failed. Okay. Dann Zauberwert 6. Gut, dass ich dich hab.
Eine 8. Kannst du bannen, Sascha. Das versuchen wir doch mal gleich zu bannen. Und... Nee, schade. Dann dürfen die Woundwolves reroll. Okay. Was haben wir noch? Wir geben die Laterne den Drachen. Mhm. Muss ich was testen? Nee, das müssen wir nicht testen. Und dann kommen wir zur Bewegungsphase. Ist das zum Schießen aus? Jo. Also ich mache einen Kometen. Jo, erstmal den Kometen. Na dann. Oh, Max. 6 Einheiten. Da brauche ich mal schnell 6 gelbe Würfel. Ja. Er hat immer noch Vertrauen auf die gelben. Ja, klar. Also ich fange mit dem Guardian Souls erstmal. Ja, ja, natürlich. Nein. Den Guardian Souls da hinten erstmal. Okay. Ja. D3 Tödliche. 2. Schade. Todloser Diener, ja. Na, nur noch 2. Dann nehmen wir jetzt. Was hat diese Lebenspunkte? Haben die Chain Gust? Jeweils 2. Den nehmen wir einmal. Ja. Nee. Der andere. Dann haben wir schon. Nee, das ist dann eine Einheit. Wahrscheinlich die hier. Ach so. Ja, den Spirit Torment nehmen wir. Ja, okay. Das ist mit dem Spirit House. Dann haben wir 4 jetzt. Spirit House. Jo. Jo. Spannend. Ja. Eine, stark. Einer? Ja. Jo. Todloser Diener. Ist, muss ja nicht in Reichweite sein? Ja, 12 Zoll. Oh. Ist das bei denen in 12? Oder? Ah, verdammte Tat. Das ist ein 6. Sind 6, das sind, nee, sind nur 6 Zoll. Nee, das weiß ich als Knight. Das weiß ich auch nicht. Unerfahrene. Das sind ein Schaden. Wie viele haben wir denn noch? Einen haben wir noch. Die? Was weg ist, ist weg. Blöd ist nur, wenn er vorne weg ist, dann schaffen wir einen Scheiß deswegen vielleicht. Wir haben Reroll. Das muss reichen diesmal. Okay. 12 Zoll. Echt? Wow. Das ist ja mein General. Stark. Stimmt, General 12. Vollständig in 12? Vollständig in 12 Zoll. Okay. Dann als letztes. Doch, komm, machen wir die Revenants hätten. Die Reapers. Jo. Oder ihn. Ah ja, Draftblight. Oh, der heilt? Der kann nicht heilen. Dann Dra. Der heilt sich nicht selber. Gut. Der 3. 2. Todlose Diener. Einen geil. Einer nicht. Ich hoffe, der hat nicht viel Leben gehabt. Die Duplicators hier schießen die 3 auf Guardian of Souls, die beiden auf die Revenants. Minus jo. Ein Hit wegen Achtung, Sir, auf den Guardian of Souls. Das heißt, der Gelbe auf die 3, die Blauen auf die 4. Der Gelbe ist wichtig. Keiner. Und Wahnsinn. Die anderen beiden auf die Revenants. Warst du nicht gerade auf die 4? Ja, ja, das war keiner. Wer war kein? Und da auf die dann. Nö. Also ich stark. Super schlecht. 160 oh. Punkte Judicators. Kann auch mal passieren, ja. Oder? Das gleiche hier drüben nochmal. Ich hatte das eigentlich zu euch gelegt, aber irgendwie ist das alles weg. Mach nicht. Die Judicators auf die Revenants. Der Gelb, diesmal mit dem Blauen auf die 2. Oh, Grimgast Reaper. Ja, Grimgast ja, genau. Reaper. Die machen wir. Die Stormbreaker sind so blöd. Wir machen die jetzt auch gleich weg, ich hab die Schnauze voll. Hol mal die Tokari so. Fuß am Dennis, Tokari so bitte. Auf die 3, ne? 2. Zweimal auf die 4. Die schießen 320 Punkte und machen nichts, ne? Die machen nichts. Ja. Passiert echt. So schön, wenn die sensen. Da haben wir noch was. Die 4 auf die Spiritus. Ich würfe als erstes für den Chef. Das sind die 6, oder? Mhm. 3. Und dann schießen die anderen 3 normal. Auf die 3. Nein, nein. Und 5 Stück auf die 3. Wir sind so zwei. Schlecht. Ey, wir würfeln. Auf die 4. Einer. Wir würfeln so schlecht. Ah. Ey, du lieber Himmel. Die Evocators chargen. Einen Sechser brauchen wir. 4. Den rerollen wir. Den Command Point. 8. Ja, lieber Himmel. Mir ist das Herz zurückgerutscht, ne? Hm? Mir ist fast das Herz weggerutscht. Wohin denn? Irgendwo, wo es nicht hin soll. Die mit den 200 hättest du auch in die zweite Reihe stellen können. Das ist gar kein Problem. Echt? Ja. Welches nehmen wir mit 200? Der? Der hier. Cool, dann machen wir das. Ja. Die haben nämlich 2 Zoll. Wahnsinn. Jo. Okay. Wir müssen einmal würfeln. Das war der einzige Charge. Jo. Nee, doch, den Kastenland haben wir noch. Kastenland, der Charge auch. Ist ein bisschen höher jetzt. Jo, ja, 10. Klar, da klar. Reicht das. Aber den Schwanz musst du ja noch. In der Tat. Die Evocators schlagen zu auf die Grimgust Reaper, auf die 3 und verwunden auf die 3 mit Reroll. Brauchen wir auch, ne? Schick it. Machen wir 5, 9. Kommst du her. 6, 9. Auf die 4.
Dann sind schon mal 5 weg. Okay, und jetzt 6 normale mit 3 plus 3 plus. Oh, die sind wichtiger, ne? Die sind wichtiger? Ja, weil die machen jeweils 2 Damage. Okay, und der Wundwall auf die 3? Jo. Oh, das sind 5 Stück. 5 mal auf die 4. Da stehen 4 Schaden. Jo. Die 10 haben sich erledigt, Sascha hat nämlich gut gespielt. Natürlich nochmal. Jo. Die Spirit Hosts sind reingepeilt und wollen jetzt den Kastellanten 3 Stück gehen drauf. Ne? 3 Stück gehen auf den Kastellanten. Und den Rest auf den Star Trek. Genau, machen wir mal den Star Trek einzeln. Also als erstes. Jo. Da haben wir doch schon mal 2 Sechsen. Sieht doch schon mal gut aus. Jo. Jetzt Kastellan auf die 5 sogar, diesmal wirklich zum Treffen. Kommst du wieder her? Genau, der gehört da nicht dazu. Dann sind wir bei 2 Sechsen, 3 Sechsen. Eine Wunde leider nur. Und. 500 nicht, okay. Dann sind es 3 Sechsen. Das war's. Mal sehen, was wir wieder gewonnen. Das gibt's halt nicht. 3 Sechsen kommt auch noch, so wie erst gesagt. Das gibt's halt nicht. Wir aktivieren die Sigmatos. Und zwar, die sind die Großhämmer. Auf die 3 plus. Wir haben Reroll genommen, also offensiv. Mit Reroll, ne? Let's go. Auf was? Wow. Du hast sehr viele Sechsen gewürfelt, die wichtig waren. 3 plus, du kannst Reroll. Muss man das vorher sagen, dass ich 6 Minuten bin? Drukhari, Drukhari, hier. Auch? 3 plus. Ja, wenigstens trifft er. Ja, das stimmt. Das ist aber auch nicht schwer mit Reroll. 7 Stück. Jeweils 2. Alles auf die 5. Jetzt gucken wir erstmal, ob überhaupt noch was da bleibt. Weil 2 haben es geschafft. Jo, das wären 10 dann. Und dann. So, dann todloser Diener zum ersten. Und zum zweiten. Dann sind 9. Es genau dort. Jo. Warum kriege ich denn heute so viel Freude? Ja, weil du unterirdisch schlecht würfelst. Das war doch okay. Solle, Spirit Charmant habe ich jetzt mal aktiviert. Kommt ganz selten mit dem. Aber mal 3 Attacken auf die 4 Einzel wiederholbar. Oh. Wozu auch? Stark. Ne? Der verwundet auf die 3 und darf durch den Guardian of Souls Einzel wiederholen. Nee, Quatsch, nicht Einzel wiederholen. Trifft auf die 2, genau. Ja, DS2. Jo, dann haben wir nämlich einen 5er, 1er Reroll. Schaden? W3. W3, einer oder wie viel? Ja, ja, einer mal durch. Einmal W3. Ja, und 3. 3 schon. Dann nehmen wir da hinten irgendwas Schönes weg. Nimm doch eine Großwaffe weg. Echt? Sicher? Ja, wie willst du das sonst machen? Ich nehme mit drin eine raus. Mit, Nein. Kannst du den? Den können wir nehmen. Guck mal hier, den können wir nehmen. Und dann machen wir noch eine Runde. Super. Gut, ne? Mhm. Nimm doch da, mal. Die Mitte wäre eigentlich schön gewesen. Ja. Komm, nein, nimm den hier. Pass auf. Nimm den. Lieber Himmel. So. Taktische. Ja, ja, wir sind immer so. Ja, das Ehepaar. Der Kastellan greift ein, da hinten auf die Spirit Horse. 3 plus, 3 plus. Drukaris, jawohl. Fressen. Fressen. Auf den in der Mitte. 4 plus. Nein, und noch ein Versuch. Oh, es wäre so schön gewesen. Es wäre einfach so schön gewesen. Tja. 3 Attacken, 3 plus 2 plus. Geht 3 Bundesattacken? Nee, kein Charge. Das wird jetzt noch schlechter alles. Ach du lieber. 2 plus. Jo, das war auch nicht schwer. Ganz normal auf die 4. Einzel dürfte ich wiederholen, weil er Mystic Shield noch hat. Mhm. Eine 2. Okay, W3. 3. Oh. Jetzt ist er aber in Reichweite von 12 Zoll. Genau. Komplett. Deshalb 3-mal todlose Diener. Schade, dann geht einer. Okay. Und 4 Attacken, 3 plus, 3 plus. Oh Mann. Einmal auf die 4. Das wird nicht besser. Nee. Wie 3? Einer. Einmal todloser Diener. Das wird gar nicht besser. Oh! Und das sind 50 Cent, Marcel. Dir, du kannst auch nur den 3, dann machen wir W3 tödliche. Jetzt kannst du mal deinen Drukhari würfeln, wir brauchen unter eine 3. Jo, D3 tödliche kommt sogar noch mit Anklage. 3 tödliche, der macht. 3-mal todlose Diener. Schade. Jo, dann geht noch einer. Wupp. Alles klar. Kampfstoppphase, die Reapers. Mal gucken, ob es klappt. Oh. Ja, das wird ein bisschen problematisch. 19 gegangen, 5. 14. Die haben 10, also gehen noch 4, ne? 2. Perfekt. Damit klappt es. Was hast du vor? Das werdet ihr dir gleich sehen. Okay. Dann kommen wir zu Zug 2, Nighthound. Achso, wir kriegen noch Punkte.
Punkte. Punkte. Wollen wir abfacken? Wollt ihr wirklich Punkte halten? Ich würde sagen, halten. Okay. Das ist Druck. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 Punkte. Ja, yep. Dürft ihr. Heldenphase, Runde 2 Nighthorn. Also, der nette Harrow ist in Reichweite von 9 ja. Und holt D3 Modelle wieder zurück. Komm schon, was hohes wäre nett. Ja! Ich kann ihn gerne. Der nette Guardian of Swords hier. Castet Schattennebel auf ihn. Oder auch nicht. Warum auch? Und der versucht sich selber W3 Leben zu heilen. Hat das jetzt 7 oder 6? Entschuldigung. Alles gut. Wollen wir eine Autobahn machen? Eine 6 reicht. Können wir könnten eine Autobahn einmal wo spielen. Dann lass das jetzt mal. Machen wir. Okay, einmal Autobahn. Okay. Dann war das das mit dem Zaubern. War das wichtig? D3 heilen. Eventuell. Ja, okay. Und ich gehe in die Bewegungsphase. Alles klar. Die schwarze Kutsche hat sich 3 Zoll zum Lord Relictor bewegt. Ja. Hier haben wir den, ich habe den Namen. Dreadspell Hero. Der ist nach vorne gerannt. Unser Thron hat sich 3 Zoll an die Sequiturs bewegt. Da hinten hat sich 6 Zoll weiter bewegt, damit wir wegen Pile-In. Die haben sich ein bisschen mehr bewegt, weil die dann Trefferwürfe wiederholen können. 12 Zoll um ihn. Holen. Genau. Hier haben wir wieder einen super Fehler gemacht mit Stormcast. Wir haben uns 3 Zoll davon wegbewegt. Somit sind die drin und die halten das Missionsziel ohne Nahkampf. Und dann kommen wir jetzt zum Fernkampf, hast du ja, ne, Sascha? Genau, und zwar die Jankers werden auch nämlich jetzt auf 12 Zoll Reichweite. Haben wir hier rein und die. Gerne. W3 Schuss erstmal. Jo. Dann haben wir 4 Stück insgesamt. Treffen tun die auf die 4. Einser dürfte ich wiederholen. Jo. Dann haben wir doch mal den. 2 Stück. Jo. Verwunden tue ich auf die 3, da aber da in der Nähe sind, auf die 2. 2 1 böse bleibt böse. Eine 1. Ich hab's nicht gesehen. Böse bleibt böse. Ja, DS2, 1 Schaden. Dann 5er, 1er Reroll. 1er Reroll wegen Schild. Machen wir doch. Safe. Schlimm gehabt. Secret sind wir sonst unserem MVP, ne? Weißt du das eigentlich? Wird noch. Fernkampf hatten wir ja. Charge. Charge. Die Kutsche will in den Nahkampf. Jo. Dann versuchen wir das doch mal. Nein. Eine 9. Oh, ich hab den Einwürfel nicht gesehen. Ich hab den Einwürfel nicht gesehen. Eine 9. Ja. Okay. Kurt aus Valencia will auch noch rein. Ja. Ich krieg, eine 7. Ja. Ich muss ganz ernst sein, dann kriege ich richtig Panik mit dieser 10. Das ist geil, oder? Ja, das ist ein richtiger Effekt. Ich geh mal ran für dich, oder? Okay. Genau, ja. Kann man schön ran. Gerade dran? Ja, genau so. Der hat durch seine 3 Aufcharge-Dinger. Hat er jetzt übrigens eine Fähigkeit freigeschalten. Und zwar, wenn er im Umkreis von 1 Zoll bei einer Angriffsbewegung endet, darf ich würfeln. Auf einer 2 plus bekommt das Modell W3 tödliche. Ja. W3. So, jetzt darf es hoch sein, bitte. Oh, 2 tödliche. Hat er noch 3 Leben. Kann man mit leben. Die Spirit Hosts werden als erst aktiviert. 2 gehen auf den Lord Castellanten und der Rest auf unseren Drachen. Ganz genau. Dann fangen wir doch erstmal mit den 2 an. Ein paar Sechsen wären toll, 3 Stück. Ist er weg. 1, 2, 3 und 4 sogar. Das war's mit dem Kastellan. Oh, würdet ihr Korn spielen, hättet ihr jetzt einen Blut-10-Punkt. Ja, nee, Blut so für den Blut. Das ist immer anders. So, jetzt natürlich der Wichtige. 8 Sechsen wären schön. 2. Nee, keine einzige. Keine einzige. Immer noch minus 1 auf Treffen. Das ist Standard, das ist ein Artefakt. Gut, dann war's das leider mit denen schon. Jo. Wir aktivieren die Sequiturs, haben reingepeilt, auf den Spiritum, die schlagen auf den und da hinten schlagen auf den. Genau, wir haben die offensive Haltung. Die grünen sind die Einhänder, der Rest ist der Zweihand. Genau, und die treffen auf die? 3. Sechsten machen B3. Und man darf hier holen, die Grundholz. Hit. Also auf die 3. Und 6 sind wir gut, haben wir eine 6. Aber wir können es wiederholen, warum nicht? Siehst du? Dann haben wir 3 weg und 3 W3. Die machen 3 W3. Dann sind das sind 6. Das sind 6. Nehme ich die gleich wieder zu. Und auf die 3. Lieber Himmel. Oh Gottchen. Das sind 7 Stück. Jawohl. 7 mal. Der hat doch volles Leben, ne? Der hat volles Leben. War das jetzt der oder der hier? Nee, das war da. Das war der. Ja. Die machen aber 2 Schaden. Die machen 2 Schaden. Also du musst kurz 5 machen. Ah, okay. Weil die machen 2 Schaden. Separat, okay. Auf die 4. Das wären 6 Schaden schon mal. Das wären schon mal 6 und hier.
Die sind gesaved, ne? Ich glaube, die sind genau. Tot. Ja, aber erstmal tot, Leute. Ja. Ja. Zwei Sechsen brauchst du, oder? Ja, habe ich. Hat er noch ein Leben. Sehr gut. Das willst du nicht. So gefällt mir das. Sehr gut. Und hier haben wir auf den Kurtus Valencia. Ja, die grünen sind die ohne Rent. Und die anderen haben zwei Schaden. Die haben zwei Schaden, ein Schaden. Ja. Die blauen können es bei einer 6D3 machen. Gott sei Dank haben wir einen Reroll. Was hast du denn jetzt hier für komische Würfel rausgesucht? Naja. Oh, sieht doch gut aus. Und hier ist der 6, gell? Also einfach auf die 3 verrunden. Jo. Dann wären das zwei, die 2 Damage machen und einer nur 1. Dann machen wir erstmal die mit 2 auf die 4. Ja, und der mit einem? Nö, nichts passiert. Okay, safe. Jo. So gefällt mir das. Sehr gut. Die Kutsche. Alles klar, auf den Lord Wellector. Ja, erstmal auf die 4 und zwar mit der Sensen. 3 Attacken. 1er darf ich wiederholen. Ja, unmodifizierter Trefferwurf von 6 hieß es, glaube ich. Ja, ja. 6 tödliche. Ja, es sind kurz mal 6 tödliche. Ja, ich habe doch gesagt, wir brauchen den Rest der Würfel nicht. Wieso habe ich sie dann noch gesucht? Ja. Tatsache. Okay, cool. Ja. Stark. Manuel will mal zeigen, wie gut der Drache fressen kann. Manuel, zeig mal. Hier, 4 plus. Ja. Dann ist der weg. Hier, 4 plus. Nö. Der ist weg. Jo. Und dann? Darfst noch zuhauen. Jo, 3 Attacken. 3 plus. 2 plus. 2 Stück? Zweimal auf die 4. Wenn, das ist ja egal. Einer, wie viel? 3, 1. Stark. Ein todloser Diener. Mit 3, dann hat er noch 2 Leben. Mhm. Und 4 Attacken, 3 plus. 3 plus. 3 Stück. Nehme ich natürlich den hier mit den 2. 3 Stück. Jawohl. 3 mal auf die 4. Gehen 2 durch. 2 gehen 3. Das sind 6. 2, 4. 6 mal todloser Diener. Jo. Ne, dann sind es 6 Schaden. Der. Das sind schon mal 2, das sind 5. Und dann hat der eine noch 2 Leben. Und ein Würfel. So. Und auf eine 1 würde er noch den 3 kriegen. Der Nö. Okay. So. Der nette Kerl, der Spirit Torment, versucht jetzt mit seinen 3 Attacken einen Gegenschlag zu machen. Das sind schon mal 2 Treffer. Dann verwundet er durch ihn, immer noch in Reichweite, auf die 2. Ja, wären 2 Stück mit DS2 immer noch. 5er, 1er Reroll, beide durch. Das sind dann W3 Schaden jeweils. Das wären 4. Dann haben wir den einen dahin. Genau. Dann nehmen wir eine Großwaffe. Einen. Sag du. Entweder von dem Weg oder ich von... Also der kriegt wieder 3 Leben dazu, straight. Ja. Der kriegt 3 Leben auf jeden Fall zurück. Und dann machen wir hier den 5. Okay. Alles klar. Kurtus Valencia, erstmal mit seinem Grabeszepter 5 Attacken. Auf die 3. Okay. Aber ich glaube, das war... Ne, Verwundung, genau. Verwundung auf 6 ist schlimm für euch. Ja. So, komm. Ein paar 6en. Nö, oder auch nicht. Okay. Aber auf die 3, das ist gut. DS2, jeweils 3 Schaden. Puh. Oder auch nicht. Nicht schlecht. So, dann die Geisterklauen noch. Das war auch noch richtig, oder? Erste glückliche Wurf, Aber ehrlich. Auf die 4. Ja, auf die 4, ne? Die sind sogar besser. Das sind schon mal tödliche. Eine, 2? 2 insgesamt. Dann noch verwunden. Und eine Verwundung. DS? Nichts. Nein. Cool. Wie shit. Bös bleibt bös. Also haben wir 3, ne? Ja. Battleshock, Circuitus, alles über eine 4 geht. Eine 5, genau einer. Sehr gut. Dann. Macht das. Müssen wir das machen? Nö, warum willst du anders machen? Oder mach. Dann spekulieren wir jetzt, dass wir den Indie-Wurf gewinnen. Und dann? Weil, wenn er ihn gewinnt, kann er chargen wieder. Bringt der Charge aus? Ja, wenn er 10 würfelt. Ja, stimmt, wenn ich eine 10 würfel, ja klar, natürlich, stimmt. Aber die Frage ist, ob du im Nahkampf sein willst. Aber wir sind ja eh im Nahkampf. Ja. Hm? Ja. Deswegen lass den nicht weggehen, genau. Okay. So, daher. Dann haltst du dich jetzt dadurch 1. Genau. Und nochmal um 3.
Und voll. Dann ist er wieder, tut die komplette, ja, 5 Leben wieder. Sonst haben wir keinen Battleshock-Test. Nee. Und ich würde die... Das möchtest du abfackeln? Jo, ich abfackeln, dann brenn ab. Dann kriegst du dafür die 3 Punkte. Dann machen wir mal. Ein nur, egal. Aber was weg ist, ist weg. Was weg ist, ist weg. Und der gehört dir noch dir. Und der gehört dir, sind 3 Punkte für dich. Ja, den kriege hab ich einfach. Nee, genau, den hast du nicht. Wolof, Runde 3. Runde 3, so, genau. Komm. Und, oh, komm. Nein! Ach du lieber Himmel. Ja. Ach du lieber Himmel, Gott sei Dank. Das Herz war schon wieder weg. Runde 3, Stormcast. Heldenphase Stormcast, die schwarze Kutsche. Ja, die schwarze Kutsche. Erstmal wieder 3-mal. Jo, damit ist er komplett voll, hat seine 5 Charge-Punkte. Dann haben wir schon mal geklärt. Dann kann man das wegtun. Oder soll ich auf die 5 legen? Nö, machen wir weg. Und so. Auf die 5 der Command Point. Du, komm. Nö. Okay. Warum? Ist aber so gerade auf die 6 gucken. Yeah, yeah. Marcel, dann mach du mal den Zauber von denen auf Zauberwert 6. Auf? Auf sich selber. Haben wir 6? Du kannst bannen? Ja, versuche ich auch. Jo, 7. Ist gebannt. Tatsache. Und der Enkantor wollen wir. Ja. Machen wir den. Den hier. Was? Den Schein. Auf ihn? Mal gucken, ob das ein 18 sind. Zeig mal das. Bestimmt. Ja, ja. Jo, dann machen wir es auf die. Oh, das hat noch 12, sehe ich gerade. Holy Within. Guck mal, ob die in 12 sind. Wenn nicht, hat sich das auch alles erledigt. Aber Holy Within? Nee, Holy Within. Aber die hier. Warte mal, da müssen wir mal einen anderen Zauber machen. Geistersturm, Enkantor. Zauberwert 7. Nee. Nö. Hat nicht mal Arcane Bolt gereicht. Lieber Himmel, mach die blöden Drukhari-Würfel weg. Wir können ja die komischen Würfel nehmen. Ja, ja, 10. Komm, ist gut. Kommen wir zur Bewegungsphase. Fernkampfphase, der Drache. Bitte. Alter, du bist so geil. Du bist so gut. Jetzt habe ich wieder meine. Jetzt gib Vollgas da oben mal. Drukhari-Würfel. Also willst du, Bruder, warum von uns klicken? Weil bestimmt 1, 2, 3, 4 und dann. Du hast gesagt, du willst jetzt hier. Stimmt. Fang mit dem an. Der Spiritus auf die 4. Ja. D3. 2. 2-mal todloser Diener. Ich sehe nichts. Nee, ist alles der Dot. Der Plan ist schon im Aufgang. Da hinten. Ja, voll Masse. Jetzt kommen die Drukhari. Okay. 3 will ich sehen. Eine. Passt der? Hm. Ja. Todloser Diener. Ja. Der Guardian of Souls da hinten. Jo. Der wäre wichtig. Hm. Ja. Haben wir 3 Ziele, ne? Ja. Das waren das 3, dann wahrscheinlich der hier. Oder. Oh, wenn wir da Schaden machen und mit dem wegknallen würden, das wird geil. Los. Risiko. Ja. 3. 3. Lieber. 3-mal todloser Diener. Oh, 2. 2 Schaden und ist er noch auf 3. 2 was ist mit dem da? 2 haben wir noch. Kann der geheilt werden? Durch den Zauber höchstens. Ja, genau, durch den Zauber. Hau drauf. Was okay. Weg ist, ist weg. Alter. Ey, du lieferst gerade. 2. Todloser Diener. Oh, 1 Schaden, dann hat er noch 6. Kutsche? Nee. Spirit Horror, der Todbleiter. Oh, ja, Mann. Vielen Dank. Danke dir. Kein Ding. Oder die Chainras. Ich will oder die Chaingars. Was ist das? Die Schießer, weil die buffen ja, also. Ja, wobei, wenn der tot ist, dann buffen die nicht mehr. Wie viel Leben hat denn der noch? Voll wieder. Den charge mir doch jetzt. Oh mein Gott, mach da hinten. Er dreht sich noch. Du hast alle Alter Verwalter, meine Güte. Ja. Alter, 3. Du hast geliefert. Und sag mir nochmal, ich mach den Kometen. Wow, da hinten wird wieder geliefert. Ist der ist nicht innerhalb von 6 Säulen, darfst du keinen machen. Scheiße, stimmt, du hast recht. Ey. Erstmal gibt's eine Ghetto-Faust. Sehr stark. Hast recht. Dann. Aber der war sehr gut, der Wurf, trotzdem. Der war wirklich mega gut. Ist einer weg, oder was? Einer hat 2 Leben und 3 Schaden sind es uns. Alter, oder? Falter. Dann hat einer noch 1 Leben. Und aber das sind Helden, oder nicht? Nein. Das sind keine Helden. Das ist eine Truppe. Krass. Das ist eine ganz normale Truppe, ja, ja. Krass, okay. Jetzt müssen wir uns kurz mal ein bisschen umdenken mit unseren Judicators. Sag mal kurz an, was die Judicators machen. Dass wir der General hier, der Chef von der Einheit, der Champion, der schießt auf Guardian of Souls. Der Kerl hier hinten dreht sich um und ballert auf den Chaingast. Chaingast. Genau, und die 3 hier auf den Guardian of Souls. Wir fangen mit dem Einzelnen an, der auf den Chaingast schießt. Auf die 3. Nein? Warum? Darf ich da nicht 1 wiederholen? Ne? Okay, dann nehmen wir die anderen 3 auf den Guardian of Souls. Minus 1 Hit, ne? Ja, auf die 4. Ja. 3? Oder was verwunden die? Auf die 3. Jetzt kommen Drukhari aus. 2 Stück?
Auf die 4 natürlich. Ja, komm durch. 6 Schaden. Eine 6 brauche ich, aber glaube ich nicht. Oh, doch, Tatsache. Beide? Eine. Okay, ist doch geil. Okay. Interessant. Jetzt kommt der Chef. Auf die 2. Jo, die 6 jetzt. Hm. Einmal. Oder, achso. Ja. Jo. Achso, dann bringt ja nichts. Einmal. Ja, wie viel Schaden? Einen nur. Oh Mann. Antonio Sardino. Alle nur einen. Jetzt haben wir keinen einzigen weg. Das kann natürlich auch passieren. Der Tudico, der Chef, auf den Spirit Host, auf die 2. D3, D6. 3 auf die 3. Eine. Also einmal auf die 4. Nö. Und die anderen Schaden ein. Mhm. Dann todloser Diener. Nö. Dann hat er 2 Leben noch. Und die anderen 3. Und dann 3 auf die. Eine. Eine noch. Dann einmal auf die 4. Hält. Tüdiker, die sind so schlecht gegen Nighthound. Ja, sind sie auch. Also, sie sind wirklich richtig schlecht gegen Nighthound. Sie sind schlecht gegen Nighthound. Das habe ich heute auch wieder gemerkt. Ich zitiere nochmal meinen Kollegen. Spiel ein bisschen Fernkampf machen. Ein bisschen Fernkampf einbauen. Ja, es gibt okay. Noch mehr Sachen. Es gibt den coolen. Ja, ich bin gespannt, was du meinst. Die Raptors wahrscheinlich. Ja, aber wir brauchen auch 3 Battleline. Ja, stimmt schon. Nein. Ja. Nö. Ja klar, Raptors sind Battleline, ja natürlich. Ich weiß nicht, in welcher Sigma-Welt du lebst. Okay, Charge. Wir überlegen mal kurz. Okay, das Chargen. Voll. Gerade so. Ich bin fertig. Schade, dass es kein Minus gibt. So und so. Da ist eh kein Entkommen jetzt. Auch mit dem Töten dich nicht. Star Trek, mal gucken, was wir da überhaupt schaffen. War scharf. Ja, das war scharf. Jo. Wieder oben? Haben wir noch einen Command? Einen haben wir. Ja, musst du dann ja. Was willst du sonst mit dem? Ja, machen? Ja. Kannst du auch uns einen bestehenden Command Point klauen? Nee, du. Nein, also das, was generiert, wird geklaut. Okay, dann komm, probieren. Mit 12 wäre aber nicht schlecht. 7, müssen wir mal gucken, ob Bob was schaffen. 7 ist locker drin. Wir peilen nach mit dem Star Trek, haben wir gemacht. Und wir probieren jetzt zu fressen. Genau. Auf die 4 plus, 2 Versuche. Ne? Oh, ne, come on. Ne? Oh, Mann. Schon? Ich wollte auch fressen, Mensch. Du schaffst mich übrigens. Ja, ja, mir macht das Spaß, dich zu ärgern. W3 zusätzliche Attacken mit dem Hammer. Ich dachte, das wäre nur eine Erstmal W3. So. W3 erstmal. 3 wird cool. Freundschaft. Immer diese Spannung, ey. Druckari-Würfel. Also 5, ja. Auf die 3 plus. Auf, ist das, ne? Ja. Der Schwanz geht nämlich da hinten auf. So steht er auch. Mann, 2 Stück, ey. Auf die 2. Ja. Alles auf die 4. Wäre schön, wenn. Haha! Gut. Und noch wenigstens den Spirit weg. Den Clown? 4. 3 plus. Nein, nein. 3 plus. 2. Alles auf die 4. Eine geht durch. Oh, ist er weg. Oh mein, ich brauche 2 Sechsen brauche ich. Nee, ne. Schade, fast. Ja, damit ist die Einheit komplett vernichtet diesmal. Ey, ich diesmal nie, wirklich. Ich habe noch nie so einen schweren Kampf gehabt gegen. Ey, ohne Scheiß. Okay. Die Reapers greifen die Evocators an. Dann versuchen wir es mal. Erstmal 3 Sensen, je 2 Attacken auf die 4, wiederholbar. Ja, das brauche ich auch. Ja, wichtig. Jetzt versuchen wir es nochmal. Oh. Bös bleibt bös. Tja, jetzt auf die 3. Einer! Ja, Wahnsinn. Red? 1. Dann 5er. Oh, und Marcel zu tragen, Trukari selber, oder? Dann jetzt die Glocke. Jo. Stark. Trifft und verwundet mit DS1. Ohne 5? Jo. Okay, jo. Heavy. Kann man auch nicht ändern. Dann peilen wir Secretors, hä? Ja, peilen ist so eine Sache, bei euch jetzt. Evocators! Marcel hat einen Masterplan, ich habe keine Ahnung was. Evocators! Bleib los! Du Scheiße! Darf ich was wiederholen? Nee. Nein. Wir haben noch was, die gehen auf jeden Fall. Also, jetzt? Bleib los! 3? Trukari. Von 12 nur 3. Bei 3 plus 3 plus. Nein. Guck mal. Auf die 4. Einer. Wie viel Schaden? 2. Nein, also, ein. Achso. Jetzt können wir 6 Attacken. Einer ist schon mal tot. Ich warte später wegnehmen. 6 Attacken. 3 plus 3 plus.
Ja, wenn die nicht gehen, dann war. Was jetzt? Das sind Zwischen. Jetzt auch? Drei. Einer. Oh mein Gott. Okay, auf die vier. Ja, bestens 10. Jawohl. Jetzt kannst du noch 10 Würfel auf die 4 plus machen. 3, 4, 5, 6. Ja, nimm doch mal die Trokari. Ja, genau. Die genau, nimm sie doch mal. Die 4. Das sieht doch schon besser aus. Es werden 4 tödliche. Hm? Du hast nur 3 Würfel. Wenn nur 3 tödliche, dann überleben die vielleicht sogar noch. Du hast 3 totlose. Ach ne, totlose Dinge hast ich du nicht. Ich habe keine totlose Dinge. Da gingen genau 4, ne? Ja, genau. Ach du lieber. Das gute Pferd springt nicht höher, wie es muss. Na also. Und der Spirit Torment. Jo, immer noch 3 Attacken. Ja. Guck mal, ja, wunderbar. Funktioniert. Gefällt mir. Auf die 2 verwunden. Oh, einer nur. Aber mit DS2. Wir müssen nur sagen, wollen wir Schaden machen oder Dämpf? Ach so, stimmt. Schaden. Ja, ja, klar, Schaden. Der erste minus 2, ne? Ja, genau. Der ist safe. Ja, dann war es das mit ihm. Die Secretas schlagen zurück. 3 plus. Solide. Der macht W3. Einer. Nein, passt. Ein Verräterwürfel sogar. Ja. Wahnsinn. Nee, doch nicht. 6 Stück. Dann gucken wir mal. Alles auf die 4. Ich sehe 2, 4, 5, 6. Alter, machen die 3 Schaden, ist ja Wahnsinn. Nee, 2. Aber das sind 3 gekommen. 3 mal 2 sind 6. Oh. Jetzt ist er aber wirklich tot. Das Geile ist, auch wenn es so aussieht, wie es aussieht, trotzdem ist man noch nervös, weil der Saschas Wirbel, die sind schon beim Aftersaven. Nicht schlecht, Sascha. Ja, manchmal. Kurt aus Valencian haut erstmal mit seinem Kraftzepter 5 Attacken. Das sind dann schon mal 4 Treffer. 6 sind jetzt interessant. Oh, jawohl. Und er verwundet auf die 2, weil nah genug. Dann sind es die mit W3 Schaden, DS2, die mit W6 Schaden, DS2. Dann machen wir erstmal die hier. 5er, 1er Reroll. Okay. Einer, W6. Dann schauen wir mal, W4. 2 Schaden. Geht einer. Und was war das? W3. Das ist ganz normal W3 hat dann. Auch DS2. Ja, auch DS2. 5er. Jo, 2. Und da haben wir 3 insgesamt. 5 in total. Ja. Dann kommen noch die Gespensterklauen. Auf die 4. 6er ist eine Mortal Wound. 6. Und die hier auch auf die 3. Und einen Schutzwurf noch. Ohne Rent. Ohne Rent. Immer bei 7. Oder macht er mehr Schaden? Nee, das war's. 3 ist doch safe. Nein, nein. Warum nicht? Wir haben keine Laterne. So. Jo, 3 ist jetzt komplett in line. Ab wann kriegt man den Bravery Minus? Wenn der Nahkampf ist. Ja, sobald ihr ins. Ich guck mal ganz kurz. Also sind 2 gegangen, minus 1, wir haben minus 3. 3,5, also. Ja, nicht mehr hier weg. In 6 Zoll Reichweite. Wie scheinen kriegen wir 6? 7. 7. Und einen haben wir noch. Aber was haben die für einen Schutzwurf? Ein 4er. Aber warum schaffst du dann die 5er, wenn es DS2 hat? Dann ist mehr durch. Ja. Guck mal kurz nach. Wir haben gerade einen Fehler gemacht. Die haben natürlich einen 6er Safe, kein 5er. Er darf noch einen D6 Schaden machen. So, und? Ha, 1. Eine 1. Besser als gar nichts. Okay, dann 8 insgesamt, dann geht noch einer. Jo. Dann der Dreadblade Harrow, der schlägt natürlich auch noch zu. Der hat nicht angegriffen, dadurch kriegt er eine Attacke mehr, hat deshalb 4. Auf die 4, oh, schade, weil minus 1 auf Treffen. Jo, auf die 3 wäre mit einmal DS1. Dann haben wir einen 4er 1er Reroll. Jo, safe. Dann noch 2x Hufe, auf die 5. Ja, auf die 5 nochmal. Tatsache, mit keinem Rent aber. Passt. Dann passt er auch. 1 war doch cool. Ja, kann es auch heute nicht rechnen. Dann Kampfschock. Kampfschock, minus 1. Ja. Sind wir noch 10? Nehmen Sie noch 9, okay? 2, 4, 6, 8, 9, ja, genau. Ja. Common Point? Haben wir nicht mehr und auch nichts in Reichweite. Okay, also. 2, also. Das passt. Gerade so. Gute Trukari-Würfe. So, hoho, wir brennen ab. Schön.
Not that bad. Ja. 3 Punkte. Ja, ja, und da haben wir noch einen und hier. Und da auch einen und da auch. Nee. Ah, der ist weg. Der ist weg. In der Tat. 5. 5 Punkte für Stormcast. Nice. Heldenphase Nighthound Runde 3. So, dann fangen wir mal an. Jo. Der Gutste versucht Schattennebel auf den zu casten, damit Gerne. Um eins schlechter verwundet wird. Zaubern ist heute nicht so deins, finde ich. Nö, die sind ein bisschen unmotiviert ja. heute, scheinbar. Nö. Reicht nicht? Nein. Okay. Eine 6 hätte ich gebraucht. Oh. So, dann versucht der mit Geisterbeschwörungen den einen wieder zurückzuholen. Mhm. Oder auch nicht. Reicht oder nicht. Auch nicht. Zaubern ist wirklich nicht deins heute. Okay. Nö. Gut, dann gebe ich einen Command Point aus. Richtig. Damit... Was machst du? Ich hole nämlich meinen Dreadblade Horror, der im Nahkampf ist, durch einen anderen Hero wieder zurück. Nennt sich Geisterruf. Okay. Dann mach das. Ja. Bewegungsphase haben wir hier. Die Kutsche hat sich 3 Zoll, um gleich in den Nahkampf zu gehen. Dann haben wir hier, der hat sich positioniert 3 Zoll mehr als Sequiturs. Die sind nach vorne gelaufen. Hier haben wir einen Command Point genommen, damit der General sich weggeportet hat. Und das war's, ne? Jo, Fernkampf. Ja, gibt's sogar wirklich. Einmal. Jo. Und zwar will der schießen. Gerne. Auf die Schießerarme Einheit. Und jo. Zwar W3 Schuss. Ah ja, besser als gar nichts. Auf die 3. Ah, perfekt. Auf die 3. Jo. Mit DS2. Dann ist haben durch. Wir 6er. Nein, hey. 6er. Sorry. Jo, ist durch. Ich glaube 1. Ich glaube auch nämlich nur 1 Schaden. Und okay. Ja, macht 1 Schaden. Jo. Schade. Hast du noch was? Nee, der kann nicht schießen. Der hat die Sense dabei. Ah, okay. Ja. Stimmt, ja. So, besser. Dann haben wir einen Charge. Genau. Dann wo möchtest du chargen? Die Kutsche will chargen. Gerne. Und eine 10, damit es richtig rumpelt. Ja, jetzt, und ich versuche auch mal aus... Ne, nur die Kutsche. Okay. Jetzt rummelt's mal richtig, jetzt machst du die 10. Ha, mal gucken. Mit Ansage! Das glaube ich nicht. Ja, cool. Dann gibt's erstmal einen Aufpralltreffer. Also du willst den Drachen? Ja, ich will den Drachen. Okay. Auf die 2. Yep. Ja. W3. 2 Stück. Auf 6. So, dann greifen wir... Und zwar die Schnittersense. Jo. Attackiere ich auf die. Judys. Judys, genau. Die Reliquienträger gehen auf deinen Drachen los. Mhm. Und die Hufen und Zähne gehen auch auf die Judys. Okay. So, sind noch 5 Judys, oder? 4. Oh, dann kann ich nicht wiederholen. 1 darf ich nur wiederholen. Auf die 3. Ha! Nur. Ja. Jetzt ist es auch. Ich glaub, die gehen. Ja. Ach, muss nicht sein. Mhm. 2 Stück mit DS1. 5er. 2 Schaden fest. Einer geht. Schmeiß den mal um. Okay. Ja. So, dann mache ich gleich mal die Hufen direkt hinterher. Auch auf die Juke. War das auf die? Ja, genau. Das ist. Nee, das ist ein ganz normaler Treffer, genau. Genau, das ist nichts. Jetzt auf die 4. 2 Rüstungen, kein DS. 4. Und 9 Attacken vom Reliquienträger auf. Ja. Das auf den. Auf die 6 sind tödlich. Auf die 5, auf die 4 normal, minus 1 auf die 5. Ja. 6 sind tödlich. Ich sag 3. 3 tödliche. Sind 6 tödliche? 3. Oh. Und 2 normal. Ein normaler Treffer, ich hatte um 1 verschlechtert, genau. Ja, ist okay. Er lebt. So. Ja, das war Charge. Jetzt ist er noch dran mit normalen Angreifen. Möchtest du ihn aktivieren? Ich kann nur... Ah doch, ich kann ihn... Ich werde ihn aktivieren, ja. Okay. Und das gleiche nochmal so? Ja, dasselbe Spiel nochmal von vorne. Erstmal 3 Attacken auf die Judys. Wunderbar. Das ist alles weg gleich. Ja, hab ich ja gesagt. Zweimal mit DS1. 5. 4. Das sind 2 Dot. Der fliegt auch noch. So. Die Hufen? Genau. Sind es nur 2. Ich mache keine tödliche, oder? Nee, nee. Furchtbare Berührung. Ey, wäre dieser Elbert Scholl, wäre das richtig geil darauf. Wäre das richtig cool, aber so. Oh, die Schnittersense macht ja auch auf die 6. Stimmt, da war ja was. Okay, dann normale Treffer. Nee, nee, war kein. Nix. Gut. Okay. Dann jetzt 9 Attacken.
Alter. Auf den Drachen. Mortal Wounds wieder. Also 3 Sechsen ist er weg. Ja, ja. Nur. 3 Sechsen. Adios. 4 Sechsen. 4 Sechsen, sehr stark. Sauber. Zu Recht. Stark. Nice. Wir nehmen natürlich offensiv, haben wir noch nicht gesagt. 4 Attacken, 3 plus. Gott sei Dank haben wir aufgemacht. Gott sei Dank haben wir aufgemacht. 1 6. 6. 2. Noch ein mehr? Ne, sind noch so. W3. Achso. Ja, ja, passt. 3 Stück. 3 mal auf die 4. Einer geht durch. Dann sind es 4 mal todlose Diener. Ja, komm, steh her. Keiner. Dann ist er noch auf 2 Leben. Mhm. Ja. Dann schlägt er natürlich zurück. Mhm. Erstmal Grabs Zepter auf die 3. Ja. Jetzt sind 6er wichtig. Ne, schade. Aber 3 Stück mit DS2. Dann 6er. 1er W3. Ein W3. Sind 2. Dann wäre einer tot. Mhm. Und dann die Geister nochmal. Genau. Auf die 4. Eine Mortal Wound. Und ja, das war's. Raus. Okay. Der Adjudicator schlägt zu. 2 plus. 4 plus. Nö. Okay. Der arme Kleine. Ist minus 1 bleibt dann. Also 2, 6. Also viel keiner. Jetzt habe ich es ja. Der Sascha möchte abfackeln. Fackeln macht Spaß. Ja, dann gucken wir mal. 2 Punkte. 2 Punkte. Okay, dann ist es auch weg. Da und da sind 4. Gehen. 4 Punkte. Genau. Ja. Geiles Spiel. Rohloff, Runde 4. Geh mal her. Auf geht's. Was war's? Eins. Ich glaube, wir waren noch neu. Alles okay, gut. Danke. Ja, machen wir. Rohloff. 5 gegen 5, das gibt's nicht. Oh, ey, Gott sei Dank haben wir sie. Oder? Ja. Oh. Ey, ihr habt's. Oh Mann. Der geht. Wir müssen noch Moral machen. Minus 1. Die haben nur einen 6er, glaube ich. Also eine 1 oder eine 2 wäre cool. Drukhari-Würfel? Nee, ich nehme Stormcast. Ja, los. Oh Gott. Gott. Gleich bestraft. Gleich bestraft. Die Würfel bestrafen sofort sowas. Command Point Klau. Letzter Versuch? Nein, schade. Also haben wir noch einen. Ja. Der Zauber von dem. Encanto. Auf die 7. Koppel der 7. Gut, dann versuche ich mal zu bannen. Bannt. Ja. Jetzt ist das auch erledigt. Und die machen ihren Zauber auf sich selbst. Normal. Nee. Nö. Bei uns auch nicht. Was haben wir noch in der Endphase? Dot Wars. Kommen wir zur Bewegung. Der Greifhound rennt. Hast du doch gesagt. Ja. Hm. Machen wir es mal Stopp. Die Judicators schießen dahin. Also, kurz nochmal zur Bewegungsphase. Die sind gerannt, das hat man noch gar nichts gesagt. Die sind nach vorne gelaufen, die sind nach vorne gelaufen. Ja, wir haben probiert, einen kleinen Taktikfuchs mit Positioning, irgendwas zu denyen. Mal gucken, was das darauf reagiert. Kommen wir zur Schussphase. Hier. Der Champ auf die 2 plus. Der Champ auf die 2 plus. Ja. D6. Oh. Das war jetzt auf? Ihn? Ja. Auf die 4. Moment. Nee, wir müssen noch verwunden. Ich muss noch verwunden. Oh, sorry. D6. Alles gut. Hast du ihn geschafft gehabt? Ja, ja, aber ich dann behalte ihn ruhig. Für jetzt auf die 3. Musst du noch 4 Stück schaffen. Ja, er geht. Oder auch nicht. Ehrlich jetzt? Nein, der bleibt. Tut mir leid. Sorry, schießen. Also, du hast konstant gute Würfel. Diese 4 auf die Horde. Auf die 3. Auf die 4. 2. Warum auf die 4 und auf die 3? Entschuldigung, dann auf die 3. Aber waren 2 Stück. Dann zweimal auf die 5. Mhm. Zweimal Tote. Todlosen Diener hast du da nicht? Ja, das ist zu weit. Ja, wobei heißt es 12 Zoll. Das ist nicht Holy Würfel. Ich guck mal, 12 Zoll. Das ist egal. Das ist nicht Volleyball. Nein, 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 das ist auf jeden Fall tot. Warte mal kurz. Das ist nicht Volleyball Film, der Save after Save. Beim General schon. Ja, aber der Garner Soul steht auch in dem 6 Zoll. Ja, der aber 6 Zoll, ja genau. Und da muss aber auch Volleyball Film 6 Zoll sein. Für den Save after Save. Volleyball Film. Ja, wir gucken mal. Das Prime schießt auf den und die 4. Der Prime schießt auf den und die 4 auf den da hinten. Fangen wir mit dem Prime an. Auf die 2. Die 6. Das willst du aber wissen, ne, mit deinen Drukhavis. 6, auf die 3.
Alle. Alter. Ja, jetzt mal gucken. Sind voll geheizt. Ja, also auf jeden Fall. Den 6er hast du noch, ne? Ja, todlose Dino. Nee, nee, der ist auf jeden Fall. Dann machen wir, der schleide ich hinüber. Machen wir anderen 4 Stück auf den anderen. Guardian of Souls da oben. Auf jo. 3. Mhm. Du musst dich so richtig rollen, glaube ich, dann laufen wir. Und auf die 3. 3 Stück? Ja, ja. Dreimal auf die 4. Vorgeheizt. Zweimal todlos. Jo. Weg. Lieber Himmel. Ja, wir überlegen mal. Charge-Phase. Der Encantor charged. Und geht's weiter mit der Drukhari, die Fortsetzung? Reroll, Gott sei Dank. Ja, ja, kommt die 11. Mein lieber Herr Gesangsverein. Mein lieber Herr Gesangsverein. Wir bewegen mal. Angriffsphase, wir nehmen Damage. Das sind 8 Würfel. Jo. 3 plus. Reroll, die brauchen wir auch. Lieber Herr. Eine 6 ist schon mal nett, oder? Ja. Eine die macht W3? Die macht W3, ja. Nehmen wir ein mehr? Nee. Den einen hat richtig, richtig. Genau. Sorry, richtig. Und jetzt auf die 3? Ja. Jo. Sind 6 Stück. Spannend machen? Kannst du? Mach du noch. Mal gucken. Nein, und? Hält? Hält? Hey. Hält? Ich glaub das nicht. Hält? Letzte? Nee. Tot. Todloser Diener, wie viel Schaden? 4. 4 Schaden. Einer macht 4 Schaden. Ah, nein, 2. Aber es sind 2 durchgekommen. Achso, ja klar, sind ja 2. Schade. Okay. Dann ist er weg. Aber das war doch gut, oder? Ja, das. Mit den letzten hier, soll ich mal was sagen? Wenn ich so einen Mist mache, das klappt hinten und vorne nicht. Bei mir passt nicht, passt nicht. Und da geht als Held, Held, Held. Wahnsinn. Ja. Mega, sehr gut. Stark. Gut. Du darfst. Dann werden wir natürlich die hier aktivieren. Also. Chambers Ford ist reingepeilt. 16 Attacken. 17 Attacken 17. Mit Anführer. Auf die? Auf die 4. Och, mager. Stopp. Ist das nicht ein der Reroll? Nein. Ist nicht mehr, der ist nicht mehr da. Jetzt 1 der Reroll. Ja, aber auf die 4 wieder. Auf die 3. Nee, der gar nicht. Nein, der ist tot. Sind 3 Stück. 3 Stück? 3 plus. Wir haben echt alles gekillt. Einer. Wuhu. Geht der auf 4. Greifst du zurück an, oder was? Wenn ich darf. Ja, darfst du. Mhm. 3 Attacken, 3, ja. 3. Ja. 2. Mhm. 2 mal auf die 5. Nee. Alter. Mann. Oh Gott. Okay. Lieber Himmel. Diese Böse sind aber. Okay. Dann kriegen wir keinen Punkt, ne? Hm? Doch. Ne, einen. Ja, ja, einen kriegt ihr. Einen Punkt, okay. Schreibst du auf, oder? Runde 4, Nighthound. Sascha hat in der Heldenphase einen Command Point genommen und den geportet. Mit seinem Lebenspunkt noch. Richtig. 4 Leben hat er noch. Und damit kommen wir zur Bewegung. Bewegung, die Kutsche hat sich dahin bewegt und jetzt kommen wir zum Fernkampf. So schnell geht's. Ja, und mein Haro haben wir. Den haben wir schon gesagt. So, dann versucht der auf die arme Frau zu schießen mit W3 Schuss. 2 Stück. Ja. Gucken wir mal. Nein, nichts. Okay. Das war die Schussphase. Das war die Schussphase. Charge. 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 Wäre natürlich krass, wenn er jetzt eine Doppel-1 würfelt, oder? Kann passieren. Nö. Nein. Das sind 50. Oh, danke, dass du es gefangen hast. Ah, den musst du noch mitmachen. Ja, ja, den einen muss ich auf jeden Fall. Ja. Oh, eine 11. Perfekt. Darf sofort zuschlagen. Wenn es Dinge kommt, kommt es Dinge. Treffer. Aufballtreffer auf jo. Die 2. Ja, W3 Mortal Wounds. Sind 2 Stück schon mal. Jo. Ich nehme jetzt weg die Einhand auf den. Ja, ja, auf jeden Fall die Einhand. Ich nehme den weg, oder? Jo. So, dann kommen die 3 Schnittersensen. Ich darf sie alle wiederholen, weil ihr diesmal. Oh, ist sogar eine 6. Das sind automatisch 2 Mortal Wounds. Genau. Nimm mal hinten die Waffe weg. Die? Ja, der kommt eh nie wieder dran. Klar, der muss gleich peilen. Na dann los. Ne. Dann wiederholen. Schade. Böse bleibt böse. So, die Reliktien als erstes. 6er sind wieder interessant. Ich sehe eine 6. Ach, ich darf ja alle Einzel wiederholen.
Du kannst in der Nahkampfphase mit diesem Modell Einzelwürfe wiederholen, ja? Ich muss immer mal sagen, ich lache immer Marius aus, wenn der die Kutsche spielt und mir erzählt, die kann übelst reinhauen und macht viel Schaden und das und das. Und ich lache ihn jedes Maus, weil ich sie in einer Runde weghaue, ne? Aber Sascha zeigt halt mal, was sie wirklich kann. Ja, natürlich. Die Kutsche ist eine der besten Figuren in Nighthound, aber das stimmt. Sagen halt was anderes. So, ich das sind schon mal drei Mortal Wounds. Ja. Treffen tut er nochmal auf die vier, dann schauen wir mal, ob wir die noch verwunden. Eine Verwundung. Zu vier. Steht. Gut. Dann haben wir jetzt insgesamt schon drei. Der hier geht. Und einer hat nur einen. Und mach den hinten. Ein Leben. Genau. Und jetzt noch, jetzt muss ich kurz nochmal neu. Noch die Hufe, die gefährlichste Waffe. Wie die gefährlichste? Hufe, hallo? Schon mal eine Hufe ins Gesicht bekommen? heute nicht. Das sind drei. Sechs sind drei Treffer. Eine Verwundung besetzt. Steht. Okay. Gut. Ja. Dann wird die mal 3 Zoll. Gleich feuerfrei. Alles wegrollen, was geht. Jo. Wegen drei Tönlichen auf den Dingen. So. Nein, 3W3. Die Schnittersense. Nee, machen wir noch nicht. Okay. Ja. Wieder drei Attacken. Diesmal leider nur eins wiederholbar, weil nur noch vier Figuren da sind. Okay. Zwei Mortal Wounds. Mhm. Jo. Dann noch verwundet. Einer brennt. Ja, den machen wir nochmal. Auf die drei verwundet. Ja, DS1. Zwei Stück. Beide durch. Zwei Schaden fest. Also haben wir insgesamt 6 schon, ne? Jo. Ja, genau. Und jetzt noch. Ich gehe mal aus der Schaffste. Die Reliktien wieder. Keine einzige Mortal Wound. Und Einzel wiederholen. Mhm. Dann trifft er auch noch. Und verwunden. Hätte mal Death nehmen sollen. Ah, ne, ging ja auch nicht mehr. Zwei Verwundungen. Jo, ist er weg. Gut, alles aufgeräumt. Drei Attacken? Ja. Im einen durch, auf die drei. Auf die drei. Zwei. Zweimal. Zweimal auf die fünf. Einer hält. Das siehst du auch immer. Drei. Dann sind drei tot. Wobei. Kommen die nochmal irgendwie wieder? Nein, überhaupt nicht. Also ist jetzt weg, beziehungsweise, wenn ich jetzt versuche, den noch irgendwie nochmal daher zu kriegen, den Dreadblade Tower, kann er nochmal drei Figuren zurückholen, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich vorbei mit der Einheit. Jo, okay. Außer es gibt einen Double Jump. Du möchtest abbrennen. Ich will erst noch zurückschlagen. Ah, dann schlägst du erstmal zu, das stimmt. Natürlich. Das darf ich vergessen. Ja. Darf man die da hoch? Nee, die fallen runter. Kann man lassen. Vergiss es. Ich stelle mal den so hin. Zack. Ach, ist das schön, wenn sie alle runterfallen. Dann noch mal ein bisschen. So, 2, 4, 6, 8, 10. Mit Schäfe, eine mehr, sind es 21 Attacken. 2, 4, 6, 8, 10, 3, 4, 10 plus 1. Das wird noch richtig spannend gespielt. Alles Scheiße. Auf die 4. So ein krankes Spiel jetzt schon, Weg, weg. Jawohl. Ah, schade, dass die 6er diesmal nichts machen. Waren wieder ein paar. 6 so. Möbeln kannst du. Ja, irgendwie schon. Alles auf die 4, 1 ist wiederholbar. Weil sie noch mehr als 10 Modelle haben. Mhm. Bös bleibt bös. Sind 6 Stück insgesamt. Lass sie mal bitte überleben. War klein, ne? Ah ja. Ein Schaden. Hat sie doch noch 3, also. Was kosten die an Punkten? Ein 10er-Trupp, 80 Punkte. Und wenn du ein 40er spielst, 280. Mhm. Bot billig, die Viecher. Mhm. Für das, was die können. Ja. Sascha brennt ab. Mhm. Zwei. Okay. Okay. Also 4 für dich, das sind 14 zu 10. Wunderbar. Roloff, Runde 5, letzte. Einmal muss ich ihn ja gewinnen. Ja, endlich, mein Gott, ja, und ich nehme auch die Runde. Du nimmst die Runde, okay. Holy shit. So, der Sascha. Inni-Wurf geht an Sascha. Genau, Inni-Wurf geht an Sascha. Sascha nimmt natürlich klugerweise auch natürlich die Inni. Kriegt dann mit 2 Punkte safe, wir haben gerade mal durchgegangen. Dadurch hat er einen Unterschied von 5 Punkten. Wir können das nicht mehr aufholen. Und dementsprechend gehen wir dann auf. Richtig. Und Sascha. Mega gutes Spiel erstmal. Super. Epic Handshake. Echt genial. Hat echt Bock also, gemacht. Ne? Richtig geiles Spiel. Richtig geil. Mega gut. Wir haben hier schon die Figuren stehen, so weil der Sascha bewegt hätte, aber wir haben dann gesagt,
prinzipiell. Ja, wir haben einfach mal ausgetestet, richtig, was wäre, wenn Szenario. Was möglich gewesen wäre für beide Seiten. Ja. Super. Wenn wir nicht gewonnen hätten, hätten wir vielleicht eine Chance gehabt, um den Punkt zu bekommen, aber dann hätten wir nur mit einem Dreier-Siegpunktwurf einen Unentschieden bekommen. Und daher haben wir eine 2 gewürfelt, somit war das auch durch. Ist das ein spannendes und sehr schönes Spiel, richtig, gewesen und einen knappen Sieg für den Gast, der zum ersten Mal besiegt worden. Das macht nichts. Also heute habe ich gerne verloren. Ja. Ganz ehrlich. Oh, nett, danke. Das war spannende Spiele, gerne verlieren ist immer gut. Cool, dann kommen wir zur Postgame-Show. Geil, schön. Postgame-Show. Postgame. Sehr gut. War wohl nichts mit Turniersieger bisher. Hätte es vielleicht einfach nicht ankündigen sollen, aber machen nicht. Wir geben uns auch gerne geschlagen, weil das Spiel war super geil. Oh, ja. War zufrieden. Taktisch auf dem, ehrlich gesagt, fand ich auf ganz, ganz hohem Niveau. Viel krass Movement, Entscheidung, wo positioniert man, wie viel denkt man mit. Das war spielbar zu 99% ein reines Bewegungs-Movement-Spiel. Wer bewegt sich cleverer, nicht mal irgendwie straight Modelle umbringen, richtig draufkloppen, sondern echt. Und wir haben gefällt. Wir haben gefällt. Zweimal gefällt. Ja, und ich konnte die Fehler ausnutzen. Das war halt mein Vorteil. Hat die Fehler erkannt und hat sie gnadenlos ausgenutzt. Muss man wirklich sagen. Das ist gut. Also, aber das mache ich aber. Ich auch. Ich suche ja auch, wie du auch, immer gerne die Herausforderung. Und wir haben heute unseren Meister gefunden gehabt. Ja. Zu zweit sogar. Ja? Zwei Köpfe haben. Wo wir uns auch manchmal mehr im Weg stehen, als aber. Ey, ich hab das schon ein paar Mal gesehen. Ich fand's lustig. Und die Würfel von Sascha waren auch. Sascha hat gut gewürfelt, ja. Es lag jetzt nicht an den Würfeln, nicht, dass es so runterkommt. Er hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Aber ich habe selten gesehen, so konstant wirklich gut. Normalerweise gibt es immer so ein Hoch und Up und Down so ein bisschen, so Wellenschläge mal richtig gute, da schlechte. Sagen, aber muss ich gleich sagen, Grüße an Falk und Daniel, ihr wisst Bescheid. Die haben nicht gut. Die haben genau dieselben Probleme wie ihr gehabt. Okay. Also das war schon. Finde ich auch gut. Ist auch cool. Also ja, wie gesagt, es war eine richtig geile Herausforderung, hat super viel Spaß gemacht. Der richtige Sieger hat auch das Spiel gewonnen, muss man sagen. Also verdientere Sieger, sagen wir so. Wir haben ein paar Fehler gemacht. Und die hat heute auch mal so die hat geliefert, finde ich. Nein, ohne Scheiße. Ich finde das, also ich spiele auch Nighthaunt. Ich liebe sowohl Kurt aus Wallentine und die Kutsche auch. Sind beides für mich auch richtig geile Modelle. Er ist halt, er holt die Punkte nicht so gerne raus. Nein, natürlich nicht, aber allein die Figur an sich, schaut es euch doch mal an, Leute. Es ist eine geniale Figur und sie lohnt sich schon. Muss man schon. Sie teilt schon aus. Kannst halt überlegen, wenn man es jetzt mal mit Punkten rechnet und du klaust schon einmal den Common Point, verliert der Gegner 50 Punkte und du kriegst 50 Punkte. Wenn man es jetzt mal so bedacht, oder? Kannst du so machen. Ja gut, ihr müsst ja auch so bedenken, ihr hattet ja erste Runde kein Command, genau, und dadurch. Dann hast du bei vielen keine Befehlsfähigkeit, du kannst kein Charge rollen. Du bist erstmal super unflexibel, was... Ja, vergleich das mal, wir brauchten heute nicht so Command Point, weil wir ja nicht Befehlsfähigkeit hatten, aber zum Beispiel Flash Leader, da kann ich zweimal angreifen. Oder die Daughters können in der Heldenphase nicht angreifen, also sowas, was sie mit... Legion of Nagash können ihre Tod nicht zurückholen. Richtig. Das ist wichtig für dich. Command Points sind super wichtig im Spiel geworden. Ja, ich sag. Gut, jetzt bei Gloomspike Kids, wenn du da mal einen von denen klaust. Die merken das nicht. Ja, das ist egal. Da hast du vollkommen recht. Ja. Das stimmt. Das gibt richtig viel. Das kommt wichtige Fraktionen. Das ist ja immer das Schöne, wo manche sind manchmal dann gut, für manche weniger. Ja, ja. Aber richtig geil war es von dir, weil ich habe den auch schon ein paar Mal gespielt und ich habe den immer schocken lassen. Wenn du ihn schocken lässt, dann darf er nicht auf die 5 plus 10, weil er nicht da ist. Deswegen ist es klug, den zu stellen. Dann darfst du ihn vielleicht im ersten Turn schon mit testen. Richtig. Das habe ich gelernt. Wir haben heute nur gelernt, Manu. Ja, ich mag das aber. Ich lerne gerne von. Ich lerne auch gerne. Also das war, ich habe auch ein paar Sachen gelernt. Ja. Gut, Kutsche, muss man auch dazu sagen, die war stark. Er wird aber auch die einzigen beiden Mal, wo du über den Zing gewürfelt hast, genau mit der Kutsche. Das war halt spielentscheidend. Ihr habt ja alles rasiert, was ihr rasieren konntet. Ja. Und ihr wisst das ja, wir haben es off-camp zwar besprochen, aber im Spiel nicht. Bei uns darf man hier nur Missionsziel einnehmen, bei uns in Hausregeln. Nur die halt nicht geflohene Modelle halt sind. Ne? Also wir durften jetzt auch nicht einen zurückziehen, um irgendein Ziel einzunehmen, es dann abzufackeln, weil das Spiel ein bisschen manipuliert. Ja, ja, finde ich auch. Ob das jetzt die richtige Lösung ist, bei uns ist aber jetzt jedenfalls so ein bisschen gegeben. Das hat uns natürlich dann auch in vielen Situationen, wo wir beispielsweise hätten zurücklaufen können, den Punkt anziehen, direkt abzufackeln, wo wir vielleicht wieder 3 Punkte bekommen hätten, dann das halt nicht machen können. Fairerweise ist das auch gut so gewesen. Also, finde ich auch. Dann kann man nicht einfach nur, wenn man mal 8 Modelle rasiert bekommen hat und 2 stehen noch und dann verliert man einen Bellshock-Test und dann läuft der eine weg und fackelt das Ding an und holt vielleicht 3 Punkte, wenn man glücklich ist. Das ist für so ein Spielgewicht, das macht viel aus. Es war gut, dass wir das nicht gemacht haben. Richtig. Das hätte, das wäre jetzt uns in Gunsten sonst heute ein Vorteil gewesen. Ja, das kann gut sein, ja. Einheiten des Spiels waren bei uns auf keinen Fall die Tudicators. 160 Punkte, 3x 5 Bogenschützen, 480 Punkte, vielleicht 10 Modelle umgebracht. Boah. Das musst du dann erstmal ein 2000-Punkte-Spiel, wenn 25% ausfallen. Also, es ist schon fast ausfallen. Also, da ist
wenig bei rumgekommen. Ja. Gut, die Schutzwürfe haben auch super geklappt. Ja, das stimmt. Ja, die haben halt einen Vorteil, weil sie halt 5 Schüsse A Rent 1 haben, was bei dir egal ist. Das heißt, die 4 laufen bei dir gut, dann kannst du nur die 6 schaffen. Da ging wenig. Also, und die Überlegung mit Fernkampf vielleicht ein bisschen hier zu machen. Ja, ist voll in die Hose. Ja. Fernkampf ist ja echt schlecht, eh so und so. Wir dachten, wir probieren es mal ein bisschen. Schade. Probieren geht über studieren? Ja, studieren. Man lernt sich ja aus. Ich spiele Nighthound, weil ich das nicht mehr mache. Ich spiele keine Duty Cancel. Wenn ich weiß, ich spiele Nighthound, spiele ich keine Duty Cancel. Aber das mag ich halt nicht, weil man immer, wenn man weiß, gegen was man spielt, passt man seine Main so an. Weil Nighthound ist super unflexibel. Wenn man jetzt zum Beispiel gegen Nighthound, nimmt immer jeder jeden Einheiten, die keinen Rent haben, aber dafür massig an Attacken. Weil dann gehen die Nighthounds alle weg. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Dann ist es immer schwierig so zu beurteilen. Deswegen bin ich auch immer ein Freund davon, dass man vielleicht nicht hundertprozentig klärt. Was, wir wussten jetzt, dass du Nighthound spielst, aber wir haben jetzt irgendwie jetzt nicht deswegen eine Mädels auf aufgebaut. Nur gegen Nighthound meinst du? Ja, genau. Wir haben Sekundars mitgenommen. Es war keine Anti-Armee. Nee, ja, also, war nichts. Ne? Also Anti-List in dem Fall. Nee, war es überhaupt nicht. Also wir wollen ja, dass du hierher kommst und mit uns Spaß hast und wir wollen ja zusammen mit dir Spaß haben. Ja. Deswegen soll ja auch ein schöner, sonniger, spaßiger Sonntag sein und ja, ich denke, das war's auch. Also auch wenn du uns den Star Trek mit den mit der Kutsche auch weggenommen hast. Zum Glück waren es halt die Spiritos, ansonsten hätte ich mich noch eine halbe Stunde alleine hier weitergespielt. Dann wäre einer ganz schnell nach Hause gefahren. Nee, ich schätze niemals die Macht der Geister. Auf jeden Fall. Auch, dass auf einmal Straight 3 wiedergekommen sind. Da war auch kurz, hat jemand extrem laut geschluckt. Da habe ich geschluckt. Das war da, gut, seit langem nicht mehr Hals so. Raus und, nein, richtig, so ein Brocken. Seit langem nicht mehr so geschluckt. Außer gestern einmal, aber sonst. Ja gut, dafür eure Feuerbälle, die ihr jedes Mal 6 Stück, alle getroffen, alle verwundet, das war auch... Die Komet, ja. Das war eine Phase, da hat man es ja richtig gut geworfen, das stimmt. Muss man noch wieder sagen, allerdings. Das war das Einzige, wo ich überhaupt... Das war überdurchschnittlich. Ja, muss auch passiert sein. Doch mal. Und dann kam wieder der Wellengang nach unten. Naja, gut. Passiert. Aber okay. Nee, super geil, super viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, euch hat das auch viel Spaß gemacht, uns mal beim Verlieren zu sehen. 50-50 steht es jetzt bei Gastspielen. Ja, das ist ja keine hohe Quote, haben wir erst 2 Spiele gemacht. Richtig, mal gucken, was aus Siedelfingen? Sinselfingen. Entschuldigung, ich war da noch nie. Ist auf jeden Fall auch sehr südlich. Deswegen ist das eigentlich ganz schön, dass wir jetzt nachmittags fertig sind, weil die beiden haben noch ein Stück vor sich. Und die sind auch ganz schön geschlaucht nach dem ganzen Turniertag heute. Und jetzt noch bei uns. Du bist dann so fix fertig, du bist immer fix fertig, wenn wir spielen. Weil. Richtig. aber. Das Schöne ist ja, wir hoffen natürlich, dass euch das hat gefallen und falls ihr Bock habt, das ist das Wichtigste. Auch mal mit uns zu spielen, könnt ihr gerne auch uns auch eine E-Mail schreiben, vorbeikommen mit uns spielen, so wie es der Sascha jetzt auch gemacht hat. Und das natürlich geben wir es auch gerne zurück. Wir haben sehr viel Spaß mit dir gehabt und hoffen natürlich, dich auch immer gerne wieder begrüßen zu dürfen. Ich werde auch wieder kommen und das ist keine Drohung. gerne. Immer gerne und weil das eigentlich, finde ich, das Schönste, dieser Bezug zu euch da draußen, dass ihr euch selber halt mal auf dem Spiel sehen könnt und mit uns zusammenspielt. Es ist ja eigentlich nicht nur das Video, sondern einfach dieses Event an sich, einfach herkommen, den ganzen Tag mit uns verbringen und mit uns zusammen spielen. Also ich kann es nur empfehlen, macht's Leute, macht echt viel Spaß, super gediegene Leute, man kann immer mit denen spielen, super, also macht's, top. Kommt von überall her. Freut uns. Ich werde fast rot. Das hört man natürlich auch gerne. Ja, also. Doch. Vielen, vielen Dank, dass ihr beide zusammen hierher gekommen seid und auch noch das mit uns hier zusammen aufgenommen, um dieses tolle Spiel, was wir jetzt aufgenommen haben, dann bald auf YouTube hochladen zu können. Richtig. Meine Statistin sitzt da irgendwo im Eck. Sehr gut. Sie hat sehr viel Glück gebracht. Oh ja. Die haben sich immer ab und zu ein bisschen getätschelt, wenn es die wichtigen Würfel kamen. Und da kamen die 6er-Ritter wieder. Richtig. Alles Lärchen. Dann wünschen wir euch natürlich alles Gute und wir hoffen, ihr habt euch gut Spaß. Einfahrt und bis bald. Bis bald, gerne. Kriegen wir hin. Ciao. Ciao. Cheerio.